Shalom, Shalom. Ja, wir möchten weiterhin uns beschäftigen mit Reich Gottes Prinzipien. Und der Jesus hat uns da viele Gleichnisse gegeben, die eigentlich ja nicht unseren menschlichen Erwartungen entsprechen. Er zeigt uns auf in diesen Gleichnissen, dass im Reich Gottes ganz andere Prinzipien aktiv sind. Und da möchte ich euch jetzt das eine vorlesen von Vers 26. Und da heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte, während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und die Frucht und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat das getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein. Damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir diese Mischung sehr extrem sehen. Den guten Samen, aber auch das Unkraut. Und da ist man sehr versucht, das Unkraut auszureißen. Aber damit schadet man auch den Wurzeln des guten Weizens. Und darum sollten wir als Christen einfach entspannen und es wachsen lassen. Der Herr selbst wird die Trennung schaffen. Und die Trennung wird kommen, ich garantiere euch. Wir werden erkennen, wer die Ziegen sind, wer die Schafen, wer die Religiösen sind, wer die Gläubigen sind. Wir werden erkennen, wo die Hure ist und wo die Braut ist. Wir werden erkennen, wo der schmale Weg ist und wo der breite Weg ist. Wir werden erkennen, wo das Reich der Welt ist und das Reich Gottes. Und dann lesen wir vom Vers 36 weg, dass Jesus dieses Gleichnis deutet. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Und nun, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Ich glaube nicht, dass dieses Gleichnis noch eine Auslegung braucht. Lest es noch einmal durch. In Matthäus 13, und zwar zuerst 24 bis 30 und dann von 36 bis 43. Okay? Also, wir sehen jetzt guten Samen und das ist der Same des Glaubens und wir sehen aber auch schlechten Samen. Der schlechte Samen ist der Same des Unglaubens, der Angst, der Furcht. Ja, dann gibt es da noch ein wunderschönes Gleichnis. Übrigens, sehe du Samen des Glaubens. Vertraue du dem Wort Gottes mehr als allen anderen Informationen von Fernsehen, von Radio,
von Zeitungen, von allen möglichen WhatsApp-Botschaften, Internet. Prüfe alles mit dem Wort Gottes und dann überlass dem Herrn die Erntezeit. Er wird dann genau zeigen, welches aus dem Glauben geschehen ist und welches aus dem Unglauben. So, und jetzt kommt noch ein Gleichnis vom Senfkorn und dem Sauerteig. Das ist auch in Matthäus 13, 31 bis 35. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet wird. Der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und da möchte ich zuerst einmal zu diesem Senfkorn. Wisst ihr, es heißt, wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn. Ihr Lieben, viele Menschen arbeiten daran, ihren Glauben zu steigern. Na, ihr Lieben, wir müssen nicht unseren Glauben vergrößern, sondern unsere Erkenntnis von dem großen Gott, in den wir dieses kleine Senfkorn, diesen kleinen Glauben setzen. Wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an diesen großen Gott, der nie die Kontrolle verliert und der alles im Griff hat und der das Ende schon von Anfang weiß. Ich vertraue diesem Gott und ich darf nur erleben, wie ich vom Staunen nicht herauskomme. Gott macht keine Fehler. Also das wäre das Senfkorn. Senfkorn, das heißt, den kleinen Glauben, den du hast, sähe ihn, wo immer du kannst. Aber setze den kleinen Glauben in diesen großen Gott, für den nichts unmöglich ist. Und dann, das zweite war jetzt der Sauerteig. Ich weiß nicht, wer schon Brot gebacken hat, ich meine, da ist eine große Schüssel mit Mehl und allen anderen Zutaten und dann kommt der kleine Sauerteig dazu. Aber dieser Sauerteig wird alles durchdringen. Und dann fängt es an, sich zu beheben. Und dann muss man den Sauerteig noch einmal zusammenschlagen. Und dann fängt es noch einmal an. Ich glaube, 3-mal muss man das machen. Bis der ganze Teig durchsäuert ist. Und ihr Lieben, wir sind der Sauerteig dieser Erde. Wir sollten alles durchsäuern. Wir sollten alles beeinflussen mit dem Reich Gottes. Also ich bin persönlich der Meinung, dass wir die Aufgabe haben, der Einfluss des Reiches Gottes auf dieser Welt zu sein. Und zwar auf allen Ebenen unseres Lebens. Zum Beispiel sollten wir tonangebend sein in der Musik, in der Mode, in der in den Filmen, die gezeigt werden. Was da zurzeit wieder auf den Markt kommt, schreit zum Himmel, ihr Lieben. Sie wollen Jesus mit aller Macht degradieren bis zum geht nicht mehr. Und da müssen wir aufstehen. Ihr Lieben, wir sind tonangebend. Wir sind die Herrschaft dieser Welt. Wir sollten den Menschen zeigen, wie man Reich Gottes auf dieser Welt leben kann. Muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe von meinem verstorbenen Sohn, der in der Ewigkeit schon ist und Herrlichkeit genießt, der Richard, habe ich seinen Hund geerbt, die Joseline. Ein ganz lieber Hund, er kommt aus Italien und er hat mich sofort als seine Chefin angenommen. Und er ist ein ganz, ganz lieber Hund. Also meine Leute behaupten, er ist wiedergeboren. Und da bringt mir jemand ein kleines Kätzchen. Die Mutter, glaube ich, wurde getötet und das kleine Kätzchen ist miauend durch die Gegend gelaufen und dann haben meine Kinder das Kätzchen gebracht. Ich habe es gleich dem Hund gezeigt. Meine Güte, der hat das Kätzchen als sein Baby angenommen. Ich durfte es mit der Flasche füttern und er ist dann mit seinen Pfoten auf meinem Schoß gewesen und hat zugeschaut, wie ich sein Baby füttere. Dieses Kätzchen war sein Liebling.
Der hat nie versucht, diesem Kätzchen Schaden zuzufügen. Ich habe ihm gleich gesagt, du lieber Gell, wir leben hier nicht wie Hund und Katz, sondern wir lieben einander. Und der hat das Kätzchen bewahrt und behütet. Dann, einige Wochen später, bringt mir jemand einen kleinen Hasen, der auch gefunden wurde. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es aber spannend. Aber wisst ihr, der Hase wurde noch mehr das Baby von meinem Hund. Den Hasen durfte man nicht einmal angreifen, hat er geknurrt. Und wenn der Hund geschlafen hat, hat das Kätzchen in seinem Bäuchchen geschlafen und der Hase in seinem Schwänzchen. Und dann kam ein Minister von der Regierung zu einem Gespräch und sieht meinen Hund da liegen mit der Katze im Bauch und das Häschen im Schwanz. Sagt er, was ist denn das? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Dann habe ich gesagt, das ist Reich Gottes Dimension. Ihr Lieben, ich glaube, wir gehen in eine Zeit hinein, wo wir staunen werden. Wir staunen jetzt schon, wie durch diese Schnellbremsung Gottes auf dieser Welt, die Welt sich verjüngt und wieder erholt. Ich habe gelesen, dass in Triest und in Venedig Schwärme von Delfinen wiedergekommen sind, die jahrzehntelang schon nie mehr gesehen wurden. Halleluja! Also bei uns wächst alles viel höher und schneller und schöner. Der Himmel ist blauer. Es ist eine Wonne, wie sich die Natur jetzt erholt hat, weil wir einige Monate kaum die Luft verpestet haben mit Flugzeugen, mit den Abgasen von Flugzeugen, mit den Abgasen von Autos. Wir Menschen haben nicht erkannt, dass wir die Hüter dieser Welt sind. Gott hat uns im 1. Mose gesagt, wir sollen die Erde kultivieren. Wir sollen sie besser machen. Unter unseren Händen soll sie besser werden, schöner werden. Und ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit, also wir verwenden überhaupt keinen Kunstdünger, auch keine giftigen Spritzmittel, die machen wir alles selber, aus Kräutern. Und ich glaube, die Natur fängt an, sich zu erholen und wir kommen zurück und Reich Gottes wird überall spürbar, ob das in der Landwirtschaft ist, ob das in der Kindererziehung ist. Ich glaube, wir kommen wieder zurück zu einer Kindererziehung, wo die Kinder Grenzen lernen. Meine kleine Angel, Sie war 1,5 Jahre, 2, sie konnte gerade so ordentlich gehen. Wenn irgendwo eine Schachtel war, saß sie drinnen und zwar, wenn sie noch so klein war, ganz verkrampft war sie in der Schachtel. Sag ich, Herr, warum will denn die so gerne in Schachteln sitzen? Sagt er, sie braucht diese Grenzen, um sich sicher zu fühlen. Ich glaube, wir haben in der Kindererziehung keine Grenzen mehr gehabt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in Amerika gelebt habe, dass die Lehrer mit Pistolen in die Schule gegangen sind, um sich zu schützen vor den Schülern. Ja, wo sind wir denn hingekommen, ihr Lieben? Wo ist denn da noch Respekt oder Gehorsam? Ich glaube, Gott reduziert uns wieder zurück zu den Ordnungen, die Freiheit bringen. Meine Kinder wissen, sie haben große Freiheit, aber das sind auch ganz klare Grenzen. Und nur wenn wir Grenzen haben, fühlen wir uns sicher. Zum Beispiel, wie ich in Afrika hier immer mehr Land bekommen habe und dann leider sehr schmerzhaft erfahren musste, dass über Nacht alles, was nicht angenagelt war, verschwunden ist. Ob das Ziegel waren oder Werkzeuge oder Sand, alles wurde abtransportiert in den Nächten. Und da habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Die wissen nicht, was ihnen gehört und was uns gehört. Da hat er gesagt, Mauer bauen. Und da war eine ganz interessante Geschichte. Meine Gärtner haben mir immer alles, aber so radikal abgeschnitten. Bei mir konnte keine Blume wachsen um mein Haus herum, kein Busch, nichts. Dann habe ich ihnen gesagt, ja sag einmal, ich möchte doch auch einmal Blumen. Und Busch. Nein, Mama, das geht noch nicht. Gut, war ich still. Und dann sagt mir Gott, ich soll Mauern bauen. Und dann haben wir angefangen, Mauern zu bauen, mit einem guten Fundament. Und wie das Fundament fertig war, rufen sie mich ganz begeistert, ich soll kommen. Dann zeigen sie mir, in diesem tiefen Fundament hat sich eine große Schlange verirrt. Und dann haben sie gesagt, Mama, wegen diesem Viech, das haben wir gewusst, dass das um dein Haus herum lebt, wegen diesem Tier konnten wir keine Blume wachsen lassen, keinen Busch.
weil wir Angst hatten, dass du sie nicht erkennen wirst. Aber jetzt erschlagen wir sie und jetzt kannst du pflanzen. Wisst ihr, die Afrikaner sind ganz liebe Menschen und sie sind sehr liebevoll mit uns, weil sie oft glauben, wir verstehen ihre Kultur nicht und handeln dann auf eine Weise, wo wir einfach nur dann gehorchen müssen, weil ich denke mir immer, ja, die werden schon wissen, warum sie das tun. Ich glaube, die ganze Welt wird sich erholen, wenn wir Menschen wieder zurückkommen zu den, ja, dass wir eben Sauerteig sind, dass wir auch in der Landwirtschaft das Sagen haben, dass wir nichts machen, dass wir schnell Geld bekommen, sondern wie können wir der Erde dienen. Und ich garantiere euch, die Ergebnisse, nämlich die Ernteergebnisse, werden größer sein. Wir haben jetzt, mein Sohn hat eine Methode entdeckt, nur mit natürlichen Düngern, wie er die Süßkartoffel zum Wachsen bringen hat. Wir haben solche Süßkartoffeln. Ohne einen künstlichen Dünger. Ja, und so sollen wir auch, wisst ihr, auch jetzt in der Medizin, ihr Lieben, bitte entschuldige jetzt meinen Ausdruck, aber wir fressen da Gift ohne Ende und glauben, dass uns das heilt. Die meisten Medizinen, die wir kaufen, diese Chemie, die behandelt nur die Symptome, aber nie die Wurzel. Und da kann es sein, dass du bei Magenbeschwerden keinen Schmerz mehr hast, aber dafür ist deine Leber angegriffen durch die Medikamente, durch die Chemie oder die Nieren. Wir nehmen, also ich nehme zu 99% nur Heilkräuter, natürliche Heilkräuter. Und ich fühle mich so wohl und so gesund. Und ich habe keine Angst vor keiner Krankheit. Denn hier in Afrika, und wenn ihr kommt, ich möchte jetzt auch, das ist noch mein Traum, eine Wellness-Klinik, also ein Wellness-Hotel aufbauen. Das Hotel haben wir schon, aber jetzt für Wellness, also ein Wohltat-Hotel, wo wir euch wohltun wollen, für Geist, Seele und Körper, wo wir gutes Essen haben, gut ausgeglichen, mit viel Obst, mit viel Gemüse. Dann, das ist also für den Körper, dann für die Seele, dass du, dass wir Sport haben, dass wir Musik haben, dass wir Schwimmbäder haben, dass wir Sauna haben, dass du Massage kriegen kannst und für den Geist, dass du lernst, wieder den Herrn zu loben und zu preisen, zu danken und mit ihm in inniger Gemeinschaft zu leben und zwar jeden Augenblick deines Lebens. Ich vertraue, dass der Herr mir noch die Gnade schenkt und auch die Menschen dazu, so ein Hotel hier aufzubauen, wo Menschen kommen können, auch Kranke. Denn Krebs, ihr Lieben, ist gar keine Krankheit, es ist eine Mangelerscheinung von B17. Genauso wie das, ich weiß nicht, wie das geheißen hat, was die Matrosen bekommen haben, Skorbut, glaube ich, oder so ähnlich. Das war Vitamin C-Mangel. Krebs ist Vitamin B17-Mangel. Und wir werden das ausgleichen. Und es gibt Heilungen, ihr Lieben. Gott hat für jede Krankheit uns richtige Kräuter wachsen lassen. Jede. Jede Kuh weiß, was sie fressen soll, wenn sie Bauchweh hat. Nur wir sind so blöd. Entschuldige, und fressen diese Chemie, die uns mehr zerstört, als gesund macht. So, tut mir leid, heute war ich etwas unsanft mit einigen sehr lukrativen Erwerbszweigen. Aber ihr Lieben, wir müssen in die Wahrheit kommen. Die Wahrheit macht uns miserabel, bevor sie uns frei macht. Also kommt nach Afrika, wenn ihr Hilfe braucht auf allen Ebenen. Wir werden euch zeigen, wie wir wieder mit Gott in voller Harmonie leben können. Und wie wir das Leben genießen können. Alles, was Gott will, Jesus sagte, er kam, um uns das Leben zu geben und das Leben in Fülle. In Fülle. Ja, also ich vertraue, dass wir alle uns danach ausstrecken. Wie können wir Reich Gottes leben in der Umgebung, die Gott uns gegeben hat, wo wir Verantwortung haben, sichtbar, spürbar, erfahrbar machen. Das ist mein Gebet. Und ich vertraue, dass wir auf der ganzen Welt wieder zurückkommen
um der Schöpfung Gottes zu dienen, sie nicht aus zur Liebe zum Geld, aus Liebe zum Geld, sie vergewaltigen. Shalom, Shalom.